Jetzt machen wir die Alte platt. Boah, Alter, der hat dir an den Kopf gebissen, Junge. Junge, was ein Fight. Der Wille des Feuers lohnt, Schwinge. Sehr geil. Wie, ich kann ein Träger? Ich, nein! Wieso lebst du noch? Warum bist du immer noch nicht tot? Warum? Ich sag dir warum, Benedikta. Er kämpft für etwas, an das er glauben kann. Sei still! Was willst du hier? So, das war's. Der Dominus, wo ist er? Wer? Was bist du? Es reicht mir. Was? Sie ist weg. Was ist passiert? Gib
Gib sie her! Gib sie her! Gib sie her! Milady! Wo ist sie? Wo ist Garuda? Was hast du mir angetan? Gib sie zurück! Fasst euch, Milady. Wir brauchen euch doch. Was ist hier los, verdammt? Ihre Kraft, du hast sie ihr genommen. Aber wie? Oh oh. Ich hoffe, die Träger sind schon raus. Clive, der Laden bricht gleich zusammen. Und dann will ich nicht hier oben stehen. Wenn dein Dominus schuld am Feuer ist, und da wette ich drauf, ist er längst weg. Verdammt nochmal. Was war das? Unsere Ablenkung hat funktioniert, Euer Gnaden. Die Gefangenen konnten fliehen. Gehen wir. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das der Bruder sein könnte. Weil der so verdeckt ist mit der Kapuze und allem. Und dass der vielleicht gar nicht gestorben ist. Sieh doch, der Morgen bricht an. Gleich kommt die Frühschicht, die ohne ihren morgendlichen Haferschleim sicher nicht gut gelaunt ist. Komm, wenn die uns hier beim Kehr erwischen, dann könnten sie voreilige Schlüsse ziehen. Gut. Sturmzeichen. Die Macht des Windes. Clive hat sich ein Stück der Essenz Garudas einverleibt. Das Beschwören von Garudas Kraft ändert nicht nur die elementare Ausrichtung deiner Magie, sondern gibt dir auch Zugriff auf mehrere neue Esper-Fertigkeiten, wie zum Beispiel Krallentanz. Ein wahren Wirbel tödlicher Krallenhiebe. Mehr Details dazu findest du unter dem Reiter Fertigkeiten im Hauptmenü. Garudas Esperkraft. Mit Garudas Esperkraft, fatale Umarmung, kann Clive kleine und leichte Gegner zu sich heranziehen. Größere Gegner können umgeworfen werden, wenn ihre gelbe Willenskraftleiste unter 50% gefallen ist und sie dadurch ins Schwanken geraten sind. Umgeworfene Gegner kann leicht viel Schaden zugefügt werden. Esper wechseln. Drücke L2, um zwischen deinen Esper zu wechseln, um auf diese Weise deine Angriffe zu variieren. Abklingzeit von Esper-Fertigkeiten. Abklingzeiten für Esper-Fertigkeiten sind an der runden Leiste, um das entsprechende Symbol im Fertigkeiten-Widget zu erkennen. Die Verfügbarkeit der Fertigkeiten anderer Esper wird durch die farbigen Punkte rechts oben im Widget angezeigt. Geil, das Kampfsystem wird immer besser. Dass ihre Kraft weg ist, aber hast du sie jetzt, oder? Ich glaube ja. Wo kommt ihr Feuer her? Spüre sie. Vielleicht solltest du sie mal ausprobieren. Komm, was kann schon schief gehen? Lass sie nicht entkommen! Schnapp sie dir! Los! Das war's! Fass, Morgan! Schnapp sie dir! Hier drüben! Die kommen von Kerl!
Final Fantasy 15 war das beste Final Fantasy Spiel? Finde ich nicht. Whisky Baron, Dankeschön. Vielen Dank für deinen Support. Für mich ist das beste Final Fantasy immer noch das 7er Remake und danach kommt 16. 10. Achso. Ja, 10 ist auch ein geiler Teil, aber finde ich jetzt nicht mit Abstand der beste. Erstmal umschauen, ob wir hier noch was finden. Ich finde das Gameplay von Zeden super. Naja, ist halt ein rundenbasiertes Kampfsystem, ne? Da soll ich auf jeden Fall nicht hin. Dann gehen wir jetzt erstmal hier weiter. Ich glaube, ich habe hier auch soweit alles abgesucht. Moin, wie ist das Game? Ich finde es sehr, sehr geil. Das Kampfsystem ist sehr, 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 sehr geil, ey. Ich mag das, dass du so schnell zwischen den Esper-Fähigkeiten switchen kannst und dadurch hast du dann richtig viele Fähigkeiten. Ich habe erst gedacht, so ey, nur 2 Fähigkeiten, das wird ja richtig lame, aber das mit dem Switchen und so, das haben die sehr gut eingebaut. Das spielt sich auch sehr nahtlos. Und vor allen Dingen hat man auch nicht so viele Missklicks, weil das gut gemacht ist. Ich bin's nur. Mann, Gav, bist du eigentlich lebensmüde? Na, das sagt der Richtige. Ihr habt euch ganz schön ausgetobt, was? Hier lang. Aber wenn ihr zwei die Träger nicht befreit habt, wer dann?
Gute Frage. Wohl jemand, der sich nicht mit einer Hapühe rumschlagen musste. Hauptsache, sie sind sicher. Und das sind sie. Dank deiner Hilfe, Gav. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Und er ist fündig geworden? Nein. Dabei waren wir so nah. Gut, dann suche ich ihn. Aber warum? Ich habe auch Familie verloren. Meine hat der Kaiser auf dem Gewissen. Manchmal hilft einfach nur die Hoffnung auf Rache. Danke. Wir sehen uns, Freunde. Ich glaube, er mag dich. Sie ist weg. Weg. Milady, ihr müsst stark sein. Wir bringen euch hier. Weg, weg, weg! Was soll ich nur tun, Barnabas? Wann erreichen wir die Küste? Bei dem Tempo erst nach Sonnenuntergang. Er wird mich verstoßen wie all die anderen. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Milady, wir sind da. Geralt? Was haben wir denn hier? Sieht nach einem wahren Prachtstück aus. Als redliche Händler sollten wir unsere Waren gründlich inspizieren. Oder was meint ihr? Bleib weg! Sie können dir nicht mehr wehtun. Komm, lass uns gehen. Ist das meine Strafe? Weil ich nicht auf dich hören wollte? Seth. Spürst du das auch? Garuda. Bei den Flammen. Dieser Sturm noch den ganzen Wald und uns gleich mit. Ich halte sie auf. Was willst du? Da war sie wieder. Dieselbe Stimme. Verdammt nochmal, musst du deshalb da reinlaufen? Und
Und weg ist er. Clive, ich glaube, du verstehst nicht. Das ist ein windiges Wetter, in das du da läufst. Benediktas Jezorn ist unberechenbar. Und das an einem guten Tag. Wer weiß, was uns da drin blüht? Das ist mir egal. Ich brauche Gewissheit. Ein für alle Mal. Die Story ist echt spannend, ey. Alle Gegner platt machen, das gibt XP. Hier liegt auch überall Stuff. Erstmal gucken, ob hier irgendwo noch ein Item liegt. Nee, ne?
Okay, hier sind noch zwei und da ist noch ein Item hinten. Das holen wir jetzt. Und die machen wir auch noch direkt platt. Das wird nicht einfach. Garuda einverleibt. Oh. Ah, okay, alles klar. Ja gut, da kommen anscheinend einige Esper dazu. Guckt euch das mal an. Hier passt ja locker noch einer hin. Das sieht aus, als wenn man irgendwie so, weiß ich nicht, 7-8 Esper-Fähigkeiten kriegt. Ich glaube, ich tue die Krallen verstärken.